Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Also wer es vor einigen Tagen mitbekommen hat, gab es einen sogenannten Hype Award, meine lieben Freunde. Ja, dieser Hype Award war von MTV irgendwie eine Kooperation. Das soll wohl irgendwie dazu dienen, dass Rapper, die jetzt gerade, also da waren ja viele Rapper, es hat jetzt nichts mehr mit Newcomer oder sonst was zu tun, das hatten, glaube ich, viele Rapper Awards bekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall gab es diesen Award, der eigentlich ziemlich belächelt wurde von der Gesellschaft oder besser gesagt von den ganzen Medien. Also es wurde sehr vieles in den Dreck gezogen, vor allem die ganzen Deutschrapper haben wirklich den einen oder anderen Seitenhieb bekommen. Es wurde viel gelacht, es waren so sogenannte Satire-Memes, ja, also es wurde immer wieder ein bisschen lustig gemacht, das Ganze. Was natürlich irgendwie in die falsche Richtung kam, meine lieben Freunde. Mittlerweile gibt es jetzt ein neues Konzert, was jetzt geplant ist für den 14.12.2019. Plant Spotify, also seinen ganzen Premium-Kunden. Also ich habe jetzt auch so eine Nachricht bekommen, ich bin jetzt quasi kein Premium-Kunde mehr. Ich habe mein Abonnement leider gekündigt. Ich wollte gerne die Seite wechseln. Ich wechsle wahrscheinlich zu Apple Music. Ich wollte mal abchecken, was bei Apple Music so abgeht. Und zwar gibt es ein sogenanntes Modus Mio-Konzert, was am 14.12. wie gesagt erscheinen wird. Ja, was heißt erscheinen? Es wird stattfinden in Dortmund in der Warsteiner Music Hall. Ich weiß nicht genau, wo das genau ist. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Live on Stage mit allen Rappern. Summer Jam, AZ, UFO 361, Kalim, Juju. Also da gibt es so ein riesiges Flyer oder besser gesagt so eine Bilddarstellung. Da kann man sich das reinziehen, meine lieben Freunde. Tickets kann man sich bestellen. Hol dir jetzt eins der 500 limitierten Tickets mit 10 Euro Rabatt nur für Spotify Premium-Nutzer. Also das bedeutet, wenn du ein Premium-Nutzer von Spotify bist, kriegst du es für 10 Euro weniger. Also zuschlagen, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Wer Bock auf dieses Konzert hat, kann sich auf jeden Fall Karten bestellen. Ich werde auf jeden Fall nicht da sein, weil ich keinen Bock habe auf so einen Scheiß. Ich habe keine Zeit für sowas. Bei mir geht es um Rap News, Rap Talks und dies, das. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß auf dem Konzert, Freunde. Und haut natürlich wieder mal rein. Und Peace out.